Eigener Bitte. Man muss jung sein, um große Dinge zu tun. So lautet ein Zitat des weithin bekannten deutschen Dichters Johann Wolfgang von Goethe. Wenn man etwas verändern möchte und etwas weiterbringen möchte, so muss man aktiv werden und Einsatz zeigen. Dies ist mit Gewissheit auch der Gedanke unserer vielen Mitglieder der jungen Südtiroler Freiheit, sprich der Jugend der Südtiroler Freiheit. Wir können mit Stolz feststellen, dass wir landesweit, südtirolweit, die zweitstärkste politische Jugendorganisation sind. Immer wieder melden wir uns zu den unterschiedlichsten Themen zu Wort. Etwa zur Mobilität, zum Ausbau der Nightline-Dienste, Geoblocking, Schulstartgeld, leistbares Wohnen und in den vergangenen zwei Jahren auch zur Corona-Politik und den damit einhergehenden Maßnahmen, wo wir als junge Südtiroler Freiheit immer den Standpunkt vertreten haben, dass wir für Freiheit, für Entscheidungsfreiheit stehen. Hinzu kommen noch viele zahlreiche Aktionen, wie der Empfang beim Staatspräsidententreffen im November 2019, die Aktion Südtirol hält zu Österreich beim Abflug der österreichischen Fußballnationalmannschaft in Innsbruck zur EM nach England im Juni 2021. Ein Rhetorikkurs in Innsbruck mit gleichzeitigem Austausch mit FPÖ-Nationalratsabgeordneten Peter Wurm. Und im Sommer auch eine Sommertour in Namen derer wir auch Sommerfest und Schwimmbäder besucht haben. Und natürlich, das darf nicht vergessen werden, die jährliche Herausgabe des Tiroler Merkheftes. Eines ist gewiss, für der junge Südtiroler Freiheit wird es niemals langweilig. Letzthin hat am 8. Oktober in St. Martin in Versailles auch nach 3 Jahren endlich wieder unsere Landesjugendversammlung stattgefunden, bei welcher wir auch unsere Landesjugendleitung neu gewählt haben und neu besetzt haben. Seitdem darf ich der Landesjugendleiterin als neue Landesjugendsprecherin vorstehen. Bevor wir nun das Wort an weitere Mitglieder der Landesjugendleitung weitergeben, damit sie sich ganz kurz vorstellen, möchte ich an dieser Stelle aber auch ein Wort des Dankes aussprechen. Zunächst an Tobias Innerhofer. Tobias hat in den vergangenen Jahren die Funktion des Landesjugendsprecher-Stellvertreters eingenommen und war immer aktiv dabei, auch beim Ausarbeiten von Pressemitteilungen bei verschiedensten Aktionen. Und er hat sich bei den vergangenen Wahlen nicht mehr zur Wahl gestellt und ich möchte ihm an dieser Stelle ein großes Dankeschön aussprechen. Danke für deinen Einsatz, Tobias. Sehr, sehr viel Zeit und Einsatz für die Südtiroler Freiheit und insbesondere für die junge Südtiroler Freiheit eingebracht. Lieber Peter, so Peter steht ja ganz links von euch aus gesehen, rechts. Ich schätze dich sehr als Person, weil du immer die Sachen mit Hausverstand angehst und immer alles gut überlegst und bedenkst. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass du auch in den nächsten Jahren noch deiner Landesjugendleitung bist. Dankeschön, Peter, auch dir und mir. Mein Name ist Stefan Unterbalmer, ich bin 20 Jahre alt und aktuell in der Ausbildung zum
Wirtschaftsberater und bin außerdem Gemeinderat in Brixen. Mein Anliegen ist es, einmal für ein sicheres Nachtleben in Südtirol zu sorgen, sowie den Wirtschaftsstandort Südtirol zu aktivieren. Wir leiden Heidenalbenau als Grenzregion unter dem Stau und es gehen leider viele Studenten nicht mehr zurück her. Da ist es einfach wichtig, dass man da auch weiterhin versucht, das zu brechen. Danke. Jahre, ich komme aus Urling, oder aus dem Roland, in einem wunderschönen Buchstaben. Mein Ziel bei der Jungen Südtiroler Freiheit ist es, die mehr junge Leute anzusprechen, dass sie auch Zinskämpfe, dass sie auch einen neuen Gedankengang haben, dass sie mehr patriotischer sein, aber mehr zu der Heimat stehen. Und ja, ich bin heute jetzt neu dazugekommen in die Landesleitung. Ich bin Ihr Fachsprecher und Schriftführer. Und ja, das war es von meiner Seite aus. Außerdem möchte ich noch den Adam Krautmann vorstellen. Er ist Heimleiter Netto. Er ist ebenfalls neu bei der Landesjugendleitung dabei. Seine Ziele sind nachgleich, wie ich denke, ein Zolle, einfach das Patriotische einfach wieder moderner zu machen, dass man noch mehr junge Leute unsichern können mit dem Thema. Dankeschön. Dankeschön. Mein Name ist Martin Scheiber, ich bin von Lorenzen, auch am Wunderstein Buchstabler und bin 18 Jahre alt. Großteil in einer Textil- und Löwenfabrik arbeiten und bin seit Dienst einer neuen, ohne neugestellten Vertreter unserer Landesjugendsprecherin Melanie Meyer. Meine Ziele sind, die Jugendleitung, oder besser gesagt die ganze Bewegung von der Jugend mehr auszubauen, den Aktivismus zu fördern oder auszubauen und auch bei Leuten zu sein, ihre Probleme umzuhören, weil ich bin der Meinung, lass mal reden, wer du da willst. Ja, dann stelle ich mich auch noch mal ganz kurz vor, wer mich noch nicht kennt. Ich bin eben der Peter Gruber, bin 27 Jahre alt, bin der Älteste in der Runde. Deswegen habe ich jetzt auch einen Schritt zurück gemacht. Ich bin nicht mehr der Frontmann, also nicht mehr der Landesjugendsprecher, wie ich die letzten drei Jahre mache, sondern habe mich dazu entschieden, das Amt der Melanie zu übergeben, weil sie, ich sehe an sich eine junge, motivierte Frau, die da genau richtig ist an dem Platz und wird sie in den nächsten Jahren als junge Organisation, als eben zweitstärkste politische Organisation, gut umleiten wird und sicher mehr mit ihrer Fruchtbohre Zukunft haben werden. Ich bin froh, dass ich weiterhin auch Teil der Landesjugendleitung sein kann und die junge, motivierte Gruppe unterstützt und weiterhin die begleiten kann, damit wir da wirklich auch im nächsten Jahr, vor allem im Landungswahlkampf, dann ein paar tolle Aktionen starten und eben wieder sagen können, dass die junge Südtiroler Freiheit eine sehr starke und Organisation ist, die immer aus der politischen Welt in Südtirol weggedacht werden kann. Jetzt zum Abschluss folgt noch ein kleiner Ausblick auf unsere Tätigkeit, welche wir für die kommenden Monate geplant haben. Ich übergebe das Wort an den Martin. Folgende Veranstaltungen sind nächstes Jahr an Tagesordnung, wo wir was wir besuchen nächste Woche den ältesten Markt von Tirol, den Steigener Markt, in Steigen. Und wir besuchen den 11. November in Leiderhäuserball in St. Martin in Gseier. Nächstes Jahr werden wir eine Haufe Tätigkeiten mit ihm. Unter anderem werden wir auf jeden Fall in Altenfleisch vorbeischauen. Es haben schon ein Gewinnspiel geplant, um ein Ticket zu gewinnen kann. Zudem werden wir im Winter eine Biathlon-Rennen anschauen in Antholzdorf. Und wir werden die alle Jahre eine Sommerausflug planen. Natürlich möchte ich gerne international tätig sein. Wir werden verschiedene Treffen organisieren mit verschiedenen Parteien, unter anderem in Österreich, in der Schweiz und in Deutschland.
und wir werden uns mit der Südtiroler Hochschülerschaft treffen und dann einmal bezüglich die Studienbeihilfen reden, was ja leider Gottes auch schon Bürschen sind. Selbstverständlich spricht sich die Südtiroler Freiheit auch für eine Teilnahme an den Demonstrationen und Veranstaltungen gegen die Wahnsinns-Corona-Politik unserer Landesregierung aus. Und das größte Ziel, was wir werden haben, ist nächstes Jahr, das nächste Jahr die Landtagswahl. Dann werden wir so viel wie möglich junge Kandidaten aufstellen lassen und dass man noch besser aufstellen kann, im Landtag vertreten sein. Und da würden wir gerne bei der gesamten Landesjugendleitung und dann vor allem bei meiner Gemeinde bedanken, dass ihnen das Vertrauen geschenkt hat, Stellvertreter zu machen. Vielen Dank.